Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Drover for Second Kin. Ja, Leute, wir sind in Kapitel 4 angekommen. Mal gucken, was uns heute so erwartet. Hier ist Karodda, der sieht jetzt auch aus wie ein richtiger Krieger hier. Aber ich möchte noch, bei wem konnte ich jetzt nochmal die Tränke lernen, die besseren. Das möchte ich noch machen, bevor wir losgehen. War das der Typ hier oben links? Ja, hier war das doch, oder? Hm? Hast du schon was über die Schmetterlinge rausgefunden? Ja, nicht direkt, aber ich habe eine unglaubliche Beobachtung gemacht. Seit der Göttliche des Düsterwalds auch hier im Heiligen Hain ist, hat sich die Farbe der Schmetterlinge wieder verändert. Ein Flügel ist pechschwarz, wie der Rabe, aber der andere ist eher braun, wie Flecken, mit Flecken drauf, wie beim Keiler. Das hat meine Theorie bestätigt, dass die Schmetterlinge tatsächlich auf die Göttlichen reagieren. Und das heißt? Bisher haben wir geglaubt, dass Tiere und Insekten sich anpassen. Sie verlassen eher ihre Gebiete und wandern woanders hin. Wir dachten, dass eine Anpassung, wie die Leute im Düsterwald sie vorgenommen haben, ein ganz bewusster Vorgang ist. Aber die Schmetterlinge, wenn Tiere sich anpassen können, die tun es ja nicht bewusst, es passiert mit ihnen. Aber ist das dann bei allen Tieren so, auch bei Monstern oder nur bei den Schmetterlingen? So viel zu lernen, die Flamme des Wissens kannst du fühlen, wie ihre Wärme in mir lodert. Ich werde alle Fragen auf den Grund gehen, dank dir bin ich so viel weitergekommen. Du hast einen wichtigen Teil geleistet, hier nimm. Wir sehen uns. Hm? Danke. Es ist nie das, was ich will. Doch, das hier. Lernen. So, Tränke brauen. Sehr gut. Dann suchen wir mal eine Feuerstelle, wo wir das machen können. Ey. Dieses Horn hier, ey. Ja, Lukan. So, wo war denn meine Hütte? Da unten. Das Neues Lernen. Oh, neue Quests. Das Neues Lernen kann ich ja nicht. An alle Krieger, die was auf sich halten. Ich suche eine Person, die meine Wenigkeit sicher ins Ruinlager bringt. Ohne irgendeinen Kratzer. Mit Schwächling kann ich nichts anfangen. Wenn du aufkreuzt und hast weder Kampfspuren im Gesicht noch eine riesige Waffe, geh lieber direkt wieder zu den anderen Kindern. Aber wenn du was drauf. Wenn du. Was? Wenn du. Hä? Was? Aber wenn was. Darauf. Wenn was darauf verstehst. Ziemlich viele Rechtschreibfehler im Moment. Einen effektiven Geleitschutz zu bieten und gute Münzen verdienen willst, dann komm zum Händlerviertel und sprich mich an. Gezeichnet Tegen. Die Brücke zu den Holzfällen ist schon wieder unsicher. Läufer verschwinden, Lieferungen kommen nie an und genereller Unmut macht sich auch breit. Wir brauchen sofort Krieger aus Nimeton, sonst verlieren wir wieder Leute. Meld dich bei mir bei Georgs Hof. Am besten sofort, Delani. Oh, das machen wir. Wir wollen ja schließlich keine Leute verlieren. So. Ich möchte nochmal hier Agilos Eintopf herstellen. Ein bisschen. Ich weiß halt nicht. Ich könnte vermutlich was Besseres mittlerweile herstellen, aber den futter ich ja schon die ganze Zeit. Konnte ich nicht bessere Heiltränke herstellen? Nee, kann ich. Doch, da Heiltrank. Machen wir auch mal. So. Leben, Geschick und Stärke. Gibt uns 3. Ja, dann würde ich sagen, machen wir auch die 3 hier. Oh, einen davon habe ich mal abgeben müssen, ne? Ich habe gar nicht gewusst, dass das permanent ist, was zu dem Zeitpunkt. Ja, und davon haben wir noch richtig viel. Ich frage mich, ob wir da noch genügend Mandrak hier Raun für finden. So. Da wird es ja nicht noch bessere geben, hoffe ich. Okay. Sehr gut. Bessere Tränke haben wir auch. 6 Lernpunkte. Ich brauche, glaube ich, 8. Wir haben auch immer noch einmal Erz abbauen, nicht, ne? Das wundert mich. Okay, wir gehen
Wir gehen, wir gehen, wir gehen. Erst zu den Holzfällern. Helfen denen und dann bringen wir den Typen zum Ruinenlager. Und dann können wir da mal in der Arena kämpfen, würde ich sagen. Und dann kümmern wir uns um die Quest. Ich würde ja gerne diese Sprinttränke haben, aber bringt es halt einfach nicht so krass. Davon habe ich, glaube ich, auch keinen mehr, ne? Nö, das mit dem Fokus. Könnte ich ja herstellen, aber mal gucken. Habe ich dafür irgendwas? Habe ich das nicht? Ach, habe ich den. Habe ich das Rezept doch nicht? Ich glaube, ich habe das Rezept doch nicht. Oh. Hätte ich doch mal kaufen sollen. So, was geht hier ab? Hm? Hey. Ich mach das mal in die Ruhe hier. Wenn du nichts Wichtiges hast, dann ich bitte in Ruhe. Hä? Okay, ich dachte, die war das. Miron. Melanie. Ich hätte aber auch Zeit. Das heißt, die Krieger von Nematern werden vor allem für ihre Faulenzerei gefürchtet. Bei der Brücke gibt es die ganze Zeit schon Probleme. Ein Läufer ist verschwunden. Die anderen trauen sich kaum noch hin. Langsam, wie kann ich helfen? Endlich fragt mal jemand danach. Es sind schon zwei Lieferungen in der Nähe der Brücke verloren gegangen. Und der Läufer, den ich geschickt habe, ist auch verschwunden. Jetzt haben alle Schiss. Geh zur Brücke und finde raus, was da los ist. Und wenn du es rausgefunden hast, beseitige das Problem. Kümmere mich drum. Melde dich, wenn du mehr weißt. Nee, scheiß Hühner. Hi, hörst du? Oh, der hat eine Knochenrüstung. Na du, komm schnell mit. Mein Kollege sollte mit mir Holz noch in die Mitte hucken, aber er ist überfallen worden. Ich hab dich noch nie bei den Holzfällern gesehen. Bin gerade erst da angekommen. Schnell, bevor sie meinen Kollegen was antun. Ach, die vermöbeln mich doch jetzt einfach. Endlich. Wo ist jetzt dein Freund? Was meinst du? Sie sind direkt hier. Man nennt mich nicht umsonst den Reißer. Wo bleibt mein Rudel? Au. Okay. Du hast dir die falsche Brücke ausgesucht, Freundchen. Glaub mir, wollte ich nicht mit mir anlegen. Da hält jemand viel von sich selbst. Leute, das ist euer Stichwort. Okay. Das Rudel bricht aus. Schild doch mal! Die hält aus? Okay, wir sind jetzt ja auch in... Oh Gott! Wir sind ja jetzt auch... Oh Gott! Gut, das ist auch ein neuer. Okay, jetzt muss ich, glaube ich, ein bisschen wieder aufpassen. Ja! Ich glaube. Ich glaube, Kapitel 4 ist ein bisschen krasser als bisher. Er ist halt echt ein bisschen... Zack. Meine Güte, hält er aus. Auswahl. Sind die besser? Alter, sind die besser? Stumpfes... Ach du Schande, kriegen wir jetzt Sachen. Ja, wir sind definitiv Kapitel 4. Ja gut, wir haben bessere Dolche. Hat sich gelohnt, dass ich hier nochmal hingegangen bin.
Aber krass, dafür, dass ich halt so eine, ne, so eine wirklich krassere Rüstung habe und alles. Der hier hat schon ausgehalten, der Dude. Hi, bin wieder da. Ich hab zu tun, was willst du? Das waren Banditen an der Brücke, sind tot. Sind tot? Großartig, endlich können wir meine Leute wieder Waren liefern. Da würde ich mich gerne auch persönlich erkennen. Ich zeige, hier sind ein paar Münzen. Du hast ein Problem gelöst, bevor du davon gewusst hast. Das mag ich. Hier 5. Dann geben wir das jetzt einfach alles, was wir haben. Ich meine, ich kann Geld, glaube ich, jetzt mal wieder gebrauchen. Ja, wir müssen ja scheinbar keine Waffen und Rüstung kaufen, aber... Aber. Ach lol, da haben wir 2 von. Stumpfes Kriegsschwert, keine Ahnung. Okay. Dann sind wir hier durch. Dann gehen wir jetzt zurück nach Nemeton. Müssen wir da runter? Ja. Und dann holen wir uns den Typen und gehen zum Ruinenlager. Ich glaube, jetzt wird es ein bisschen happig hier in dem Spiel. Mal gucken. So, wir müssen zum Markt, ne? Wir mussten wir nochmal reden? Tegan. Wer von euch war Tegan? Jojon? Emka? Oder? Hä, wer ist Tegan? Hä, wer von euch war denn Tegan? Nördliche Nemeton, ja toll. Hat er nicht was von Markt gesagt? Wer ist denn jetzt Tegan? Oh Mann, wieso muss ich denn immer Leute suchen? Da stand doch irgendwas von Markt oder bin ich jetzt komplett dumm? Aber nördlich von Nemeton... Moment, nördlich von Nemeton oder in Nemeton? Nördlich in Nemeton. Ja, aber Nord... Bin überfragt. Oh, ich hasse nichts mehr, als in Spielen Leute zu suchen, weil ich nicht mehr mich erinnern kann, wo die sind. Ich finde den Weg hier immer noch zu lang, hier ganz unten außen rum, wenn man auf die andere Seite will. Oder war der hier irgendwo? Emboni. Hier war es auch nicht. Hier auch nicht. Wer ist denn jetzt Tegan? Mann! Okay, Leute, ich mach mal kurz einen Cut und such den. Meine Güte, Leute, ich habe ihn gefunden. Das ist der Typ hier oben, mit dem ich nie reden konnte. Hm. Was ist denn jetzt schon wieder? Ich habe hier einen Weg. Ich bin hier wegen des Zettels am Schwarzen Bad. Ich hatte auf einen fähigen Kämpfer wie Eugen gehofft, nicht so jemand wie dich. Willst du zum Ruinenlager? Kann ich hinbringen. Na, selbst daran hast du meinen.
Der Auftrag ist doch ganz klar formuliert, oder etwa nicht? Ich zahle gute Münzen, wenn mich die Monster sagen mir, wenn sie ihren Kopf kürzer gemacht werden, bevor sie überhaupt meine Anwesenheit bemerken. Verstehst du? Monster ihren Kopf kürzer machen, ist meine Spezialität. Und dann will man hoffen, dass du hältst, was du versprichst. Also gut, du hast den Auftrag. Wir können sie noch verlassen. Wir brechen auf! Und dann... Okay! Ich bin nochmal zwei, dreimal durch diesen ganzen Ort gelaufen. Aber ich habe immer vergessen, dass da oben in der Ecke jemand ist. Was seid ihr denn? Ah. Josie. Vielleicht kann das Nemeton schützen, aber Olas Taverne ist kein Ort mehr zum Feiern. Oh, okay. Hat sich der Düsterwald denn ausgebreitet? Hoffentlich lassen die uns bald nach Nemeton. Im kopflosen Reis lasse ich mich nicht mehr blicken. Das ist viel zu gefährlich geworden. Oh, weil die Tiere jetzt alle aus dem Wald kommen, die Monster. Sind jetzt einfach hier quasi, also mehr Leute jetzt hierhin geflüchtet. Ja, hier sind mehr Zelte. Moment, ich keine Abkürzung. Abkürzung klingt nicht gut. Dann tu jetzt auch, wofür ich dich bezahle. Hier sieht's gefährlich aus. Ja, wir müssen aus dem Nebel raus, Junge. Oh nein, Neblinge, tu was! Ach du Scheiße! Wir können es immerhin jetzt mit denen aufnehmen. Weiß aber nicht, ob ich das will. Die Waffen sind auf jeden Fall ein Upgrade in unsere neuen Punkte durch die Tränke auch. Ja, und weg. Endlich. Nächstes Mal tötest du die schneller. Ja, sorry, die rennen von mir weg. Sonst kannst du deine Bezahlung vergessen. Ey, ich hab dich beschützt. Was willst du denn? Bin zu weit weggelaufen. Jetzt Marina! Wir müssen nach Dings. Marina. Ich hätte gehofft, dass wir mit der Taverne nochmal vorbeigehen. Ich warte jetzt einfach, bis sie zu mir kommen. Das geht mir echt um Keks. So komisch zuhaut. Also nicht diese schnellen Angriffe, sondern immer nur mit einer Animation haut. Wissen du? Diese Neblinge, gruselig. Wir machen das schon. Oh. Rex fliegen, töte sie! Kommt schon. Lebst du noch? Wo ist der denn jetzt? Junge. Endlich, geht doch. Tolle Abkürzung hast du hier. Tröde nicht so rum, du Nichtsnutz. Mach uns den Weg frei. Worauf wartest du denn? Soll ich hier vielleicht krepieren? Willst du das? Folgt, ich bin unterwegs. Dann mach auch! Was soll ich denn machen? Hä? Hier ist doch gar nichts. Als hier noch die Vögel gewesen wären, oder was? Ran an die Arbeit, kämpfen. Okay. Hi, euch kenne ich doch. Jetzt komm ran hier. Ja, die Vögel sind richtig, richtig, richtig nervig, finde ich. So, hab alles. Meine Güte, der Typ nervt. Mistviecher.
hier. Hey. Kommt ihr etwa aus dem Flussbett? Und du hast jemanden mit solchen Klunkern dabei? Bist du bescheuert? Was meine ich, dass ein paar Münzen tot? Gut ab, würde kaum alleine da lang gehen, aber du hast noch so jemand. Aber du hast noch so jemand im Schlepptau. Was labert ihr hier rum? Ich muss weiter. Für mich ist das kein Problem. Du würdest dich gut mit Eugen verstehen, wenn du so tickst. Der ist auch lebensmüde. Lass uns endlich verschwinden. Ja, komm ja schon. Jin. So, haben wir es jetzt. Oh. Hast dich anscheinend für Nemeton entschieden. Keine gute Entscheidung. Darf ich ins Ruinenlager? Du darfst rein. Kannst handeln, betten, saufen. Aber erwarte nicht, dass die Kämpfer gut auf dich zu sprechen werden. Komm auf eigene Gefahr rein. Ja. Ach, das nennst du also beschützen. Ich konnte die Viecher riechen. Ich hatte ihren widerwärtigen Atem im Nacken und jetzt sieh dir erst meine Kleidung an. Dafür bezahle ich nicht. Ich hätte es ja ahnen müssen, wie du schon aussiehst. Du lebst noch her mit den Münzen. Keine einzige Münze. Du sollst froh sein, dass du mir keinen Schadensersatz zahlen musst. Den fort. Hm. Junge. Wenn das nächste Mal jemanden beschützen willst, dann tu das auch. Ich kann mir das jetzt echt nicht von dem wiederholen, ne? So, ich würde jetzt aber gerne mal... Ne? Kämpfen. Darf ich jetzt hier überhaupt noch hoch? Ja. Nein. Lauf wieder zurück nach Nemeton. Ihr Spinne, habt ihr nichts verloren. Oh, ich darf nicht mehr ins obere Viertel. Schade. Wenn ich die Rüstung wechsle, oder merken die das trotzdem? So. Wir haben dann noch Blut und Stahl. Hi. Oh. Du, ich habe von dir gehört. Hast ja einen schönen Namen hier gemacht. Ich könnte jemanden wie dich gebrauchen. Muck ist ein ordentlicher Kerl, ist auch noch recht neu hier und ein bisschen ungestüm, aber er hat Feuer. Und genau sowas erwarte ich. Stell dich ihm gegenüber. Wenn du ihn besiegst, nehme ich dich in die Riege meiner Leute auf. Jo, okay. Glaub mir, wenn du einmal in der Arena stehst, willst du nie wieder raus. Ich will auf den nächsten Kampf wetten. Dann komm nachher zu mir. Hier mache ich das nicht. Okay. Ich hab mich bei dem... Was? Also, die Arena ist wieder geöffnet. Jeden Abend gibt es hier aufs Maul. Das heißt auch, es gibt Wetten und Gewinner. Auch für dich. Okay, muss ich abends wiederkommen? Ich glaube... Dark. Okay, keine Ahnung. Muss ich erstmal pennen? Denke... Ach, da ist jetzt Tegan. Wir müssen noch hier mit der einen aus Nemeton sprechen. Na gut, wir gehen erstmal pennen. Noch. Abends. Ich hätte gerne wieder meinen Funken. Der fehlt mir. Er hätte den gar nicht so lange gehabt irgendwie, ne? Wie er noch einsam auf dem Markt steht und verkauft. So, bin da. Jetzt Kampf zwischen Ebro und Leandra ist vorbei. Leandra hat gewonnen. Ich verteile jetzt die Münzen, aber für dich gibt's keine. Ja, ich will auf den nächsten Kampf wetten. Ich glaube, ich muss einfach warten, bis die durch sind. Kann das sein? Wann kann ich denn kämpfen? So, lol, ich muss erst den Trainingstypen finden. Mook. Oh, die haben den verfüttert. Ja, toll, die sind jetzt halt auch nicht mehr im Trainieren. Wo sind die denn jetzt alle? Red, oh.
Roger, Dark. Ada, Esther. Wo ist denn Moog? Eigen. Ich habe keine Ahnung, wo Moog ist, ne? Oh, ist das schon wieder anstrengend. Wieder so Zeitverschwendung. Ich mache nochmal Tag. Ich sehe nichts. Der ist ja dann einmal oben beim Training. So, wer ist jetzt hier Moog? Ach, mit dir soll ich doch reden, ne? Hm. Schön, wenn mehr Leute das nicht mit uns zur Gemeinschaft gehören. Oh, ich kann mir nichts dran beibringen. Moog. Lang, Karima. Moog! Was gibt's? Boxers meinte, wir sollen trainieren. Proximus hat dich noch nicht aufgenommen. Du bist doch keiner von uns. Ich will mich auf die Probe stellen. Ah, ich bin nur sein Test. Ich streng mich an. Warst du nicht mal Hauer? Ich will Hauer. Jetzt bin ich Kämpfer in der Arena. Also noch nicht. Ich trainiere noch. Na gut, dann machen wir den mal kalt. Dann zeig mal, was du drauf hast. Unterhalte ich euch nicht, gewinne deinen ersten Kampf in der Arena. Warte mal. Zur Rüstung 12, das machen wir mal weg. Und ich mache jetzt mal den da drauf. Ich habe ihn besiegt. Heute Abend kämpft Ebro gegen die Andra. Die Wetten sind offen. Ich will auf... Kann ich in der Arena kämpfen? Hat dich gut geschlagen, kam mir zu Ohren. In Ordnung, du bekommst deine Chance. Komm nach dem Hauptkampf heute Abend zu mir. Okay. Dann gehen wir jetzt nochmal schlafen. Meine Güte. Ich möchte mal irgendeine legendäre Waffe finden. Oh, wir müssen ja den Nebelschritt. Wir können uns dieses Schwert holen, aber es ist halt Schwert, keine Dolcher. Hm. So. Hey. Wenn du wetten willst, schreibe sie in meinem Haus auf und nur dort. Das... Ja, aber... Hä? Ich check das nicht. Hä? Ja, heute kommt Ebro gegen die andere, aber wann denn? Wann denn? Heute Abend. Wann ist denn Abend? Um 21 Uhr? Check ich nicht. Ja, aber wann ist denn Abend? Dann müsste es ja eigentlich schon früher sein. Um 18 Uhr? Bin ich einfach zu spät? Hm. Hey. Okay, die kommen jedenfalls jetzt angerannt. Oh. Ich weiß nicht, warum ich nicht wetten kann. Ja gut, komm, wir gucken uns mal den Kampf an. Okay.
mich fertig. Ich finde auch schön, wie niemand sonst so guckt und ich einfach woanders hinschaue. Irgendwie habe ich das Gefühl, das letzte bisschen dauert noch länger als der Anfang. Jetzt macht ihr nochmal platt. So, darf ich jetzt? Nein, darf ich nicht. Nicht. Das ist vermutlich irgendwas, was hier automatisch abläuft. Aber nach dem amtlichen Kampf vor der Arena treffen. Ja, der Kampf ist gerade vorbei. Oh. Okay, das ist mir irgendwie zu doof. Okay, Leute, dann beenden wir die Folge doch für heute. Ich dachte, ich könnte das irgendwie noch heute machen. Ja, gut. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Ich bedanke mich wie immer vielmals fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like oder einen Kommentar da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin und bye bye.